1, 2, ja. Hallo oder moin, wie man in Hamburg sagt. Wir haben ja heute den ganzen Tag uns mit BIM auseinandergesetzt. Wir haben unheimlich viele tolle Startups kennengelernt. Und ich möchte Sie jetzt noch kurz am Ende der Veranstaltung mit auf die Reise nehmen in ein Projekt, was ihr heute bestimmt schon alle mal hier von der Tribüne gesehen habt. Und das Wichtigste für die Projektarbeit sind natürlich Menschen. Das haben wir heute sehr oft gehört. Und halt Menschen, um den BIM-Planungsprozess zu etablieren und zu optimieren, sodass wir unsere Auftraggeber, auch Menschen, entsprechend begeistern können. Darum ist für mich und auch für unser Büro die wichtigste Zutat bei BIM der Mensch. Mein Name, ich wurde schon vorgestellt, ist Ronny Erfurt. Ich bin Geschäftsführer von dem Architektur- und Planungsbüro Phase 10. Wir sind als Generalplaner bei verschiedenen Projekten in Deutschland unterwegs und wir sind verantwortlich für die Objektplanung und die Bauleitung für die Aufstockung auf den Bunker an der Feldstraße. Sonst haben wir eben drei Themen bei uns im Büro. Das ist einmal Bilden und Wohnen, das sind Schulen und Wohnanlagen, reine Gewerbeprojekte, aber auch Fußballstadien, die wir in Deutschland hier gebaut haben und geplant. Als wir 2017 mit dem Planungsprozess an dem Projekt begonnen haben, war BIM eigentlich noch ein kleiner Sprössling. Und wir planen seit unserem Bestehen 1994 in 3D und haben immer wieder versucht, verschiedene Aspekte der Datentransmission zu. Ich gehe davon aus, dass das Mikrofon jetzt nicht funktioniert. Okay. Hören Sie mich oder? 1, 2, 1, 2. Hinten noch geht's? 1, 2. Hören Sie mich? Die haben alle so gemacht. Ne? Super. Okay. Ja, also, okay, klasse. Und wir haben uns, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir uns drei Thesen gesetzt. Ja, wir wollen bei uns im Planungsbüro den BIM-Prozess involvieren. Eben müssen wir mit den Werkzeugen unsere Mitarbeiter begeistern. Zweitens, mit den Werkzeugen unserer CAD-Software, zu der ich dann noch näher komme, können wir mit einer datenbankorientierten Attributzuordnung den BIM-Prozess bei uns involvieren. Und drittens, was für uns ganz wichtig war, wir müssen mit unserem Plan, den wir mit der BIM-Planungsmethodik umsetzen, müssen wir den Kunden begeistern und einen Mehrwert schaffen. Somit haben wir 2017 eben das Projekt, das aus einem Öffentlichkeitsverlangen entstanden, mit einem Verein Hildegarten, der zum Ziel hatte, städtebaulich eine Oase zu schaffen, die innerhalb der Stadt in einen begrünten Bereich bringt. Und so sah der Bunker, vor dem wir 2019 begonnen haben, aus. Er steht hier mitten im St. Pauli, am Rande des Karolinenviertels, wurde 1942 errichtet. Und wurde nach dem Krieg erst als Flüchtlingsunterkunft genutzt und dann ab den 50er Jahren immer mehr als Medienbunker hier in Hamburg angewendet. Die erste Tagesschau 1952 am 26. August. Nee, am 26.12. wurde hier. Oh, okay, Entschuldigung. Wurde hier gesendet und auch hergestellt. Bis in den, bis heute wird jetzt hier das Innere des Bunkers als Medienbunker genutzt. Wir haben verschiedene Clubs, es sind Proberäume,
Es sind auch, bis vor kurzem war auch Just Music noch drin. Aufgrund der Corona-Krise mussten die aber leider ihren Shop hier in Hamburg aufgeben und noch viele andere kleine Dinge. Und als wir das Projekt übernommen haben, war eben der Entwurf schon fertig. Es gab auch eine Baugenehmigung und wir sind gerufen worden, um dieses Projekt sozusagen baulich umzusetzen. Eben halt klassisch mit der Leistungsphase 5 bis zur 8. Und wir mussten dann später noch aufgrund von verschiedenen Betreiberkonzepten wieder in die 2 zurück. Und da hat uns halt auch die Herangehensweise, wie wir an das Projekt, wie wir in das Projekt gestartet sind, sehr geholfen, weil wir standen vor der Aufgabe, wie können wir uns relativ schnell einen Planungsüberblick verschaffen und wie können wir einen Überblick bekommen und wie können wir es schaffen, Mengen- und Kosteninformationen zu nutzen, um dann später halt eben Terminpläne, Kostenberechnungen und Ähnliches zu erstellen. Und die Gliederung des Projektes, eben, Sie sehen ja von außen jetzt nur die Hülle. Es ist so, dass im, das hatte ich schon erzählt, das ist der Bestandsbunker. Die Erschließung erfolgt über einen sogenannten Bergpfad, der ist 6,50 Meter breit und schlängelt sich sozusagen um den Bestand herum. Dann haben Sie das, den Level Kragen, das ist sozusagen so eine Plaza mit den Level 0. Da können Sie durchschauen, da ist jetzt der Leitstand, der wird später als Museum genutzt und die 4 Flak-Türme, wo verschiedene Cafés, Rezeption für das Hotel und andere Sachen integriert werden. Dann haben Sie in der Mitte des Gebäudes eine Veranstaltungshalle für ein Fassungsvermögen von 2200 Zuschauern und um diese Veranstaltungshalle dann ein Gästehaus, ein Hotel mit 136 Zimmern. Oben sind dann noch verschiedene Technikräume, ist klar. Bis oben dann, achso, ganz wichtig auch noch, im Level 4 sind verschiedene Stadtteilflächen noch angeordnet, die von dem Verein Hildegarten dann betrieben werden. Und im Level 5 ist dann die sogenannte Parkgastronomie, wo sich der Gast, der dann ganz oben auf dem Stadtgarten ankommt, sich dann halt ein Bier oder einen Wein trinken kann. Was jetzt bei der Erstellung der Planung auch wichtig war, das können Sie sich bestimmt vorstellen, Sie haben aufgrund der begrenzten Anzahl der Menschen, die dort sich im Bereich des Gebäudes befinden, ein entsprechendes Sicherheitskonzept zu bringen. Sie haben verschiedene Aspekte der Veranstaltungstechnik zu beachten und natürlich aufgrund, dass Sie in der Mitte die Veranstaltungshalle haben, stellen wir uns vor, da spielt jetzt Rammstein und dann in dem Gästezimmer daneben, dann der Hotelgast möchte natürlich in Ruhe dann übernachten, eben ist na klar, dass das schallschutztechnisch eine Riesenherausforderung ist und war und wir das mit einer Box-in-Box-Konstruktion gelöst haben. Wir als Phase 10, das will ich ganz einfach Ihnen kurz nochmal darstellen, haben bei uns im Büro, und das wurde heute auch sehr oft benannt, einen klar strukturierten BIM-Workflow, den wir auch, das wurde in der letzten Runde auch ganz klar nochmal gesagt, ganz einfach und ganz klar aufgestellt haben, mit den ganz kleinen, man nennt das ja diesen BIM-Ablaufplan intern erstellt, sodass die Mitarbeiter entsprechend auch von diesem Prozess begeistert werden können. Das geht natürlich los, wir sind Architekten mit Ideenskizzen, die werden noch teilweise auf Papier, aber auch mit SketchUp und Ähnlichem gemacht und dann beginnen wir bereits mit einer Dokumentation in unserem 3D-Modell nach einem bei uns in, bei Phase 10 klar strukturierten Attributensystem, das bauteilorientiert ist, wo wir verschiedene Informationen schon zugeordnet haben, eben Kosten, Termine, aber auch verschiedene bauphysikalische Eigenschaften wie
Brandschutzthemen, wie Schallschutzthemen und ähnliches. Und wir können dann immer wieder, eben darum können wir auch immer wieder Unikate mit BIM, können dann immer wieder diese Bauteile für weitere Projekte nutzen. Eben eine Betonwand ist immer eine Betonwand, die bestimmte Betonqualitäten hat und die kann dann auch immer wieder genutzt werden. Dann übergeben wir das IFC-Modell natürlich den Fachplanern, dann Prüfung und Freigabe durch unseren BIM-Manager. Das erfolgt mit Sodipri, kennen bestimmt die meisten. Und das sind unsere projektleitenden Architekten, gleich BIM-Manager. Hier erfolgt auch eine entsprechende Ausbildung unsererseits. Und dann gibt es einen Austausch mit den Fachgewerken, um am Ende des Tages halt digitale Planunterlagen zur Verfügung zu stellen, Bauteil- und Mengeninformationen zu erhalten, für Terminplan, für Angebotserstellung. Und was wichtig ist, präsentative Planinformationen zur Vermarktung und Informationen für die Arbeitsvorbereitung. So, jetzt muss ich kurz was probieren. Sehen Sie, ob der Film jetzt läuft? So, okay. Eben, ich habe schon gesagt, eben, wir haben am Beginn des Projektes DWG-Dateien bekommen und wir haben diese als Grundlage angewendet, um das komplette Projekt zu modellieren. Wir haben die Bauteile gemäß unseres Standards dann bezeichnet. Wir haben diesen dann entsprechende Informationen, Attribute zugeordnet und unter dem Hintergrund, was war uns wichtig? Eben wir wollten eine Mengenauswertung, klar, eben Quadratmeter, Nettogrundflächen, Bruttogrundflächen, aber wir wollten auch Informationen zum Beispiel bei den Türen haben oder bei den Fensterkonstruktionen. Dann sehen wir später noch, wie wir das dann auch angewendet haben. Um ganz einfach hier, sag mal, schnell auf Änderungen, die uns bei diesem Projekt noch immer wieder eingeholt haben, zu reagieren. Das zum Beispiel jetzt hier in unser CAD die Bearbeitung der Türliste und ähnliches. Eben, wir arbeiten da, sind sehr erfolgreiche Anwender von dem Programm ArchiCAD, die ja eine sehr gute Software dort zur Verfügung stellen. Und was am Ende des Tages wichtig war, dass diese Software auch ein Präsentationstool hat. Und zwar können Sie mit diesem Präsentationstool, das ist eine Cloud-Lösung, können Sie die Ergebnisse, die Sie in der CAD im 3D-Modell eingetragen haben, entsprechend präsentieren. Die App wurde zum Beispiel von unserem Kunden als Informationsspeicher, als Präsentationstool genutzt, um seine Betreiber zu begeistern. Und auch diese App wird von unserer Bauleitung auch intensiv verwendet, zum Beispiel um relativ schnell auf der Baustelle mit allen Endgeräten möglich, eben mit iPhone, mit iPad, die entsprechenden Informationen schnell und sicher und aktuell abzurufen. Sie können verschiedene Schnittdarstellungen abrufen, Sie können sich innerhalb des Modells bewegen, Sie können hier auch verschiedene Details sich ranzoomen, Sie können mit Screenshots entsprechende Dinge per E-Mail weitergeben und Sie können auch in dem Modell verschiedene Informationen, wie jetzt hier gesehen, kurz abrufen. Hier jetzt nochmal kurz einen Blick in die Veranstaltungshalle. Genau. So. Das wichtigste BIM oder digitaler Planungsprozess ist natürlich die Kollaboration mit dem Fachplaner.
Und ich glaube und bin mir auch sicher, dass wir es schaffen müssen mit, und dass wir es schaffen werden, mit einem sehr gut abgestimmten BIM-Modell, IFC-Modell, in den nächsten Jahren auch bei der Planung von Unikaten den Planungsprozess zu revolutionieren. Wichtig ist natürlich die Dokumentation der Planungsabstimmungen. Hier wurden intensive Workshops gemacht, wo dann an den Modellen gearbeitet worden ist. Und wir haben hier zur Dokumentation dieses Programm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist Smartsheet, das ist auch eine Cloud-Lösung. Das ist sozusagen eine lebende Excel-Tabelle, mit der Sie eben viele Dinge machen können. Wir haben die viele Jahre als Protokolltool genutzt, nutzen das heute noch, haben das als Planungslisteninformation genutzt und haben bei diesem Projekt erfolgreich auch die ganze Planungsabstimmung über dieses Tool gemacht, sodass hier dann entsprechende Informationen eingelegt worden ist und wir dann, hier sehen Sie dann, können Sie dann abrufen, das ist ein kurzes Bild. Und die TGA-Planung, ich hatte es bereits gesagt, ich muss gucken, ob der, halt, stopp, zurück. Ist auch wieder ein Film. Na gut, dann erzähle ich es nochmal kurz. Eben die TGA-Planung haben wir gemeinsam mit dem Büro IPP, Ingenieurgesellschaft Possel und Partner aus Kiel gemacht. Wir haben uns ausgetauscht auf der Grundlage von IFC-Modellen. Und hier wäre jetzt halt auch nochmal kurz dargestellt worden, wie wir anhand von BCF-Dateien, das heißt, das sind kleine Detailausschnitte, die Sie dann zwischen den IFC-Modellen austauschen können. Und das wurde hier sehr erfolgreich angewendet. Hier wurde da auf dieser Grundlage wurde die Kollisionsplanung gemacht, wurden die komplette Abstimmung der Durchbrüche wurde anhand dieser Modelle in intensiven Workshops mit IPP durchgeführt und das hat gut funktioniert. Natürlich war das für uns auch diese Größenordnung vom Projekt ein Lernprozess und wir haben bei diesem Projekt natürlich auch viele Dinge festgestellt, die halt nicht 100% funktionieren und dieses Know-how natürlich für weitere Projekte verwendet. Und ich habe hier besonders bei dem Projekt eigentlich wieder erkennen müssen, dass, und das wurde heute auch schon mehrmals gesagt, dass sich die Kultur unserer Baustellen, wie wir miteinander umgehen, vom Planer, vom Bauherrn, vom Planer bis zum Bauunternehmen ändern muss, weil ein digitaler Planungsprozess die Konstruktion eines Zwillings bedarf natürlich ein Miteinander. Und wir müssen gemeinsam bei dieser Konstruktion des Zwillings Fehler erkennen und Fehler gemeinsam bearbeiten. Und das heißt nicht aus den Fehlern von anderen profitieren. Das ist unheimlich wichtig und das wird besonders für uns Architekten und die Übergabe unserer Modelle dann in verschiedene Bauabschnitte eines der entscheidenden Themen der nächsten Jahre und da müssen auch unsere Kammern mit uns gemeinsam Lösungen entwickeln. Was hat sich hier gezeigt? Zum Beispiel, wir hatten fest strukturierte Projektstrukturen, die einfach nicht funktioniert haben, einen durchgehenden BIM-Prozess zu machen. Wir waren mit konservativen Arbeitsweisen natürlich, mussten uns auseinandersetzen. Eben es gab verschiedene Fachplaner, die natürlich darauf bestanden haben, auf ihre 2D-Planung. Und natürlich war es auch teilweise die Unerfahrenheit, den BIM-Prozess bei so einer Größenordnung umzusetzen. Aber ich will Ihnen auch das hier nochmal ganz kurz
wieder zu dieser Smartsheet-Tabelle, ist eigentlich verständlich. Es gibt einen Informationsfluss, wo Änderungen im Modell gemacht worden sind, wo dann die entsprechenden Beteiligten informiert werden. So, jetzt fehlt leider Gottes eine Folie. Dann will ich Ihnen das kurz erzählen. Ich hatte vor uns erläutert, dass wir bei der Modellierung verschiedene Attribute den Bauteilen zugeordnet haben. Zum Beispiel bei den Fenstern. Eben bei den Fenstern natürlich energetische Themen, Schallschutzthemen, aber auch konstruktive Dinge aufgrund der Lage etc. Und wir hatten innerhalb des Planungsprozesses, erhielten wir, weil das logischerweise, war eine Auflage aus der Baugenehmigung, ein neues Windgutachten. Und Sie können sich vorstellen, Hamburg in der Höhe von 60 Meter, dass da gewisse Winddrücke vorhanden sind. Und wir dann das Modell weiter bearbeitet haben und das Modell in verschiedene Windzonen, die uns das Gutachten vorgab, unterteilt haben. Warum? Weil wir natürlich versucht haben, aufgrund natürlich eines wirtschaftlichen Ansatzes, es waren alles Kunststofffenster vorgesehen, jetzt aufgrund der neuen Windlasten natürlich andere, konstruktive, Dinge notwendig waren, wie zum Beispiel Aluminiumfenster. Und wir hatten aufgrund der Einteilung in diese Windzonen die Möglichkeit, am Modell gemeinsam mit den Ersteller des Windgutachtens, mit den Kunden, mit dem Fassadenbauer abzustimmen, wo welche Thematik angesetzt wurde. Wir konnten Varianten untersuchen und konnten am Ende des Tages dann auf der Grundlage des Modells entsprechende Entscheidungsvorlagen für unseren Kunden zur Verfügung stellen. Dieses Diagramm kennen Sie bestimmt alle. Und das war eigentlich auch der Hauptansatz, dass wir am Anfang, als wir unseren, unser Modell strukturiert haben, angesetzt haben, wie können wir relativ schnell Kosten- und Mengensicherheit für unsere Konstruktion, für unser Projekt bekommen. Sie kennen diese Linie der Einfluss von Kosten während des Projektablaufes. Sie kennen die Unterteilung in aktive Kostenbeeinflussung und passive Kostenbeeinflussung. Eben hier findet der Vergabeprozess, eben die Übergabe des Modells vom Kunden an den Bauunternehmer statt. Und wir wollten versuchen, den BIM-gestützten Planungsprozess nach vorne zu schieben, um relativ schnell Kosten- und Terminsicherheit zu bekommen. Das heißt, wir haben diese Mengeninformationen, Sie sehen es auf der linken Seite, in verschiedene Bauteilen strukturiert. Wir haben Mengen, wir haben Kostenangaben und Ähnliches erhalten. Und wir konnten dann auf Grundlage dieser eine relativ schnelle bauteilorientierte Auswertung bekommen. Was wir hier gemerkt haben, dass bei diesem Planungsprozess ein Baustein fehlt. Und zwar die weitere Bearbeitung des IFC-Modells, das aus dem 3D-Modell kommt. Und es kann nicht automatisch in die AFA-Software gehen, sondern Sie brauchen zwischendurch nochmal einen separaten Bemusterungsprozess. Und auch dafür gibt es, heute leider hier nicht vorgestellt, ein ganz tolles Startup, was dort sozusagen Lösungen präsentiert. Das war ein kurzer Blick in die Planung, in die Kostengeschichte. Und ich möchte jetzt ganz einfach, auch vielleicht als kleiner Werbeblock, Ihnen nochmal einen ganz kurzen Blick in den Rohbau des Projektes geben, in der Hoffnung, es startet jetzt. Könnt ihr denn den Film von euch dort aus starten?
So. Weil es so schön war, gucken wir nochmal an. Steige ich einfach mal weiter. So, und so soll er am Ende des Jahres dann aussehen. Eben schon kurz erläutert, das ist diese Aufstockung. Wir sind dann auf der Höhe von 60 Metern über Erdgeschoss und wir sind gutes Mutes, dass wir das in diesem Jahr schaffen. Wir sind jetzt mit den Rohbauarbeiten fertig und haben mit dem Innenausbau begonnen. Und ich denke mal, das wird ein neues Wahrzeichen für Hamburg. Und ich freue mich dafür, die Verantwortung zu haben als Projektleiter. Und nochmal ganz kurz was zu BIM. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt, Das Kaffee am Rande der Welt. Die Crazy, eine, sag mal, sehr gute Rettungsschwimmerin, hat erzählt, dass sie im Wettschwimmen mit dieser Meeresschildkröte immer, wenn sie das Meer hinaus schwamm, verloren hat. Und sie hat dann einfach mal die Bewegungen der Schildkröte untersucht. Und sie hat einfach festgestellt, dass die Schildkröte, wenn sie aufs Meer hinaus schwimmt, wenn die Welle zum Meer kommt, einfach stehen bleibt. Und wenn die Welle nach außen kommt, alle Energie nutzt, die sie hat, um hinaus zu schwimmen. Und genau so müssen wir auch das Thema BIM betrachten. Wir müssen die Energie dort einsetzen, wo es richtig effektiv ist. Und wir müssen die vielen kleinen Dinge, die uns in diesem Ablauf immer wieder begegnen, aber uns nicht voranbringen, einfach links liegen lassen. In dem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.